Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video klären wir drei Begriffe aus der Organisationslehre, nämlich den Begriff Organisation, Disposition und Improvisation. Organisation ist eine grundsätzliche Regelung. Disposition ist eine Fallweise und Improvisation ist gar keine Regelung. Ja, was bedeutet, dass der Grad der Regelung hier sehr stark ist, hier fallweise und hier überhaupt nicht vorhanden. Was auch bedeutet, dass ein Unternehmen, das sich gründet und dann weiterentwickelt, von hier nach hier entwickelt. Das heißt, am Anfang beginnt man mit Improvisation, dann gibt es fallweise Regelungen und am Schluss ist man ganz durchorganisiert, was aber auch bedeutet, dass die Flexibilität von hier nach hier abnimmt. Gutenberg hat das mal genannt, das Substitutionsprinzip. Also die Tendenz in Unternehmen von Improvisation zur kompletten Regelung überzugehen, also alles komplett durchzuorganisieren. Individuelle Regelungen werden durch allgemeine Prinzipien ersetzt. Substitution heißt ja ersetzen. Hier haben wir gar keine Regelung, sondern individuelles Handeln. Und Schritt für Schritt ersetzt man das durch allgemeine Regelungen. Ja, das war's schon wieder. Mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de. Dankeschön.